Meine Lieben, heute gibt es mal wieder ein paar Trading Insights bzw. mal ordentlich wieder Trading Wissen mit auf den Weg. Und zwar möchte ich mich mit einem Begriff heute mal mit auseinandersetzen, und zwar Momentum. Was ist eigentlich ein Momentum? Wie kommt es zustande? In welchen Situationen? Wie können wir es für uns nutzen? Und vor allem vielleicht auch, was gibt es zu beachten? Was ist da ganz wichtig zu wissen? Genau diese ganzen Dinge. Und deswegen würde ich sagen, starten wir mal rein. Und zwar, was ist eigentlich ein Momentum? Ein Momentum ist nichts anderes, als wenn wir in einem Markt eine verhältnismäßig starke Bewegung haben zum Kontext. Ja, wenn der Markt sich normalerweise nicht so sehr bewegt, dann aber sich auf einmal stark bewegt, das ist ein Momentum. Ja, haben wir aber im Grunde einen Markt, der sich immer stark bewegt, ist es trotzdem wieder vom Verhältnis, wie stark bewegt er sich. Und haben wir hier wieder eine verhältnismäßig starke, große Bewegung in einem kurzen Zeitraum. Auch wichtig zu beachten. Wie wird so ein Momentum eigentlich ausgelöst? Meistens ist es natürlich durch große Marktteilnehmer, also durch sehr viel Volumen, Handelsvolumen, weil auf einmal im Verhältnis zur anderen Seite, sagen wir mal, es gibt ein Long-Momentum, also steigende Kurse. Im Verhältnis gibt es dort viel mehr Käufer als Verkäufer. Und oft ist es im Grunde so, entweder treffen sich sehr viele Marktteilnehmer oder es sind natürlich wenige große Marktteilnehmer, dass diese Bewegung ausgelöst wird. Weil du brauchst im Grunde wirklich starkes Volumen, um dich natürlich gegen die Gegner, die Verkäufer zu stellen. Jetzt in dem Beispiel, ne, immer auf steigende Kurse. Also du brauchst viele Händler, du brauchst sehr viel Handelsvolumen, um eine starke Bewegung auszulösen. Wenn du schon mal an den Märkten aktiv warst, dann hast du bestimmt schon mal so ein Momentum erlebt, oder? Wenn ja, wenn du weißt, wovon ich hier spreche, lass mir unbedingt ein Like da, weil das ist schon mal ganz interessant zu sehen. Kommen wir jetzt aber zu der Frage, wie kommt eigentlich so ein Momentum zustande? Da gibt es unterschiedliche Gründe. Fangen wir mal mit dem einfachsten an. Und zwar, wir haben immer eine Markteröffnung. Sagen wir mal, die amerikanische Markteröffnung ist um 15:30 deutscher Zeit oder 8:30 amerikanischer Zeit. Und hier ist es so, dass natürlich gerade zur Markteröffnung viele Marktteilnehmer zusammenkommen und es erstmal in den ersten Minuten dort ein Kräftemessen gibt. Also wer ist eigentlich gerade stärker? Und dann wird sehr häufig erstmal ein ordentliches Momentum ausgelöst, weil ich gehe mal wieder in die Long-Richtung, weil die Verkäufer aufgeben, sehen, okay, warte mal, in diesem Moment gerade sind hier die Käufer gerade stärker, begeben sich vielleicht mit auf die Käuferseite und dadurch wird erstmal eine ganz starke Bewegung ausgelöst. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist durch Nachrichten, durch Ereignisse. Natürlich, jetzt hier ist auch wieder wichtig zu verstehen, ein Markt bewegt sich nicht nur, weil jetzt irgendwo ein Erdbeben ist oder weil irgendwo ein Terroranschlag war, sondern es sind immer die Marktteilnehmer, die darauf reagieren. Und wie reagieren sie darauf? Also sind es mehr Käufer, die ein Ereignis, sagen wir jetzt mal, für gut empfinden, das passt natürlich jetzt nicht mit dem Terroranschlag, sagen wir mal, für negativ empfinden, dann wird der Markt natürlich fallen. Ja, viel mehr sagen, okay, warte mal, das, was jetzt hier gerade passiert, das ist negativ, deswegen verkaufen alle, dadurch wird dann dieser Rutsch ausgelöst. Und das ist natürlich auch wieder irgendwo ein Momentum. Okay, aber diese beiden Ereignisse sind jetzt nichts, was ein Standardzeichen von einem Momentum ist, beziehungsweise wie ein Momentum ausgelöst wird. Das sind halt Ereignisse, die passieren. Aber was ist eigentlich ein klassisches Momentum? Wie kommt das zustande? Und zwar ist es so, das wirst du vielleicht schon gesehen haben, ich werde es auch gleich mal am Computer zeigen, dass sich Märkte in Seitwärtsphasen, in Ranges bewegen. Also sie konsolidieren oder akkumulieren. Also sie bewegen sich in einer Seitwärtsphase, um hier im Grunde sich einig zu sein, aber im Grunde Positionen zu schließen, auch Positionen neu zu eröffnen. Und große Marktteilnehmer können das nicht einfach nur ganz kurz, ganz schnell, weil ansonsten würden die Märkte die ganze Zeit hin und her springen, sondern das tun sie über einen längeren Zeitraum. Und das tun sie in einem Preisbereich, der akzeptiert ist. Ja, deswegen bewegt sich der Markt ja hin und her und nicht nur auf einer Linie, weil das ist ein Bereich, in dem sich mehr Marktteilnehmer einig als uneinig sind. Und irgendwann kommt natürlich der Moment, dass genug Positionen in den Markt geführt wurden, dass der Großteil der Marktteilnehmer bereit ist, jetzt nun höhere Preise, wir gehen wieder über steigende Kurse, wieder bereit ist, höhere Preise zu akzeptieren, weil sie sich im Grunde eingedeckt haben. Es ist aber natürlich oft so, dass es dann Fehlausbrüche gibt. Das ist im Grunde, weil es sich da einfach zeigt, es sind noch nicht genug Marktteilnehmer bereit, jetzt höhere Preise zu akzeptieren. Dann bleiben wir in einer Range. Aber irgendwann kommt dieser Moment, der das genau das auslöst, dass der Markt mit einem Momentum aus diesem Gleichgewichtsbereich austritt. Okay, und das ist halt wichtig. Genau das ist das klassischste Momentum. Genau so werden sie ausgelöst. Plus dann im Grunde Nachrichten, andere Ereignisse wie Eröffnungen oder was auch immer. So, ich werde jetzt aber nochmal auf den Computer gehen und dir das dort ganz kurz mal zeigen, wie das eigentlich aussieht. So, du siehst hier sehr viel, was hier auf meinem Monitor los ist. Ganz wichtig ist, was hier links passiert. Das ist der Goldmarkt, Gold Future. Und was du jetzt hier siehst, guck mal, so bewegt sich der Markt. Und du kannst dich vielleicht daran erinnern, was ich gerade gemeint habe. Verhältnismäßig, im Verhältnis zu dem normalen Marktgeschehen, starke Bewegungen. So, dann können wir mal schauen, was ist hier eigentlich passiert.
Und das hier fällt auch sofort auf, okay, warte mal, hier ist was Krasses passiert. Hier haben wir deutlich schnellere, stärkere Bewegungen als im Normalfall. Und du siehst es, was ich vorhin erklärt habe, oder was ich eben erklärt habe. Wir haben eine Seitwärtsphase und irgendwann sind die Marktteilnehmer bereit, höhere Preise zu akzeptieren. Und dann bewegt sich der Markt sehr schnell, sehr steil in eine Richtung. Wir haben immer das Long-Beispiel gehabt, also steigende Kurse. Und genau das ist ja hier passiert. Wir haben genau das hier. Und der Markt ist gestiegen. Dann haben wir eine kurze Phase wieder der Seitwärtsphase, der Range. Und dann ist der Markt wieder extrem gefallen. Das zum Thema Momentum, wie es auch wirklich an den Märkten aussieht, damit du es dir auch mal bildlich vorstellen kannst, wenn du es nicht sowieso schon gesehen hast. Deswegen, ja, wenn du sagst, boah, das hat mir jetzt geholfen, wenn du vorher nicht den Like-Button geklickt hast, weil du sagst, okay, ich weiß, was ein Momentum ist, jetzt weißt du es. Deswegen würde ich mich freuen lassen, gerne ein Like da, weil dann unterstützt du auf jeden Fall meinen Kanal, dass ich weitere solche Videos mache. Ich danke dir auf jeden Fall an der Stelle und dann gehen wir zurück an die Kamera. So, das zu dem Video, das zu dem Begriff Momentum. Ich hoffe, du konntest einiges daraus mitnehmen und dann sehen wir uns spätestens im nächsten YouTube-Video wieder oder wir hören uns beim Podcast oder sehen uns bei mir auf meinem Instagram-Account, wo ich dir übrigens täglich Insights in die Ergebnisse von unseren Schülern, im Grunde meine Ergebnisse im Bereich Trading und mit auf den Weg gebe. Also nicht verpassen, mich dort abonnieren. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Mach's gut. Ciao.